Hallo und herzlich willkommen zur 65. Episode von Pathfinder Kingmaker. Wir haben die Jagd erfolgreich erfüllt und werden uns jetzt mal zurück zu unserem Königreich oder zu unserer Stadt Anderstein begeben. Mal schauen, was uns dort erwartet. Diese Prophezeiung, dass es ja viel schlimmer sein sollte, ist ja dabei noch nicht eingetroffen. Aber wer weiß, was uns jetzt in der Stadt blüht. Na komm schon, was? Ich würde gern rasten vorher, bevor ich in die Stadt gehe. Damit, wenn ich das nächste Mal loslege, wieder fit bin. It's not arrogance, just dignity. Unfortunately, many people, especially among the commoners, are taught from childhood always to doubt themselves. That's why they don't understand the difference. So. Als erstes Hauptplatz verkaufen und dann wieder im Thronsaal. Oh, ich komme am Abend rein. Ich glaube, da war ja auch nicht schön aus. Ja, zeigt mir, was ihr anzubieten habt. So. Nicht. Das auch nicht. Nein. Jupp. Also Kohle habe ich mehr als genug. Kannst du das irgendwie? Vielleicht der Schmied, aber ich glaube, nein. Das sind alles nur Händler und keine. Sieht ein wenig anders aus als die meisten Zwerge. Der seufzt und feuert sich mit den Fingern durch die Haare. Ihr hattet einen Bart erwartet, hm? Nichts für ungut, aber welchen Sinn hat ein Bart? Vor allem, wenn man Schmied ist und mit dem Feuer arbeitet. Man senkt ihn sich an, taucht ihn in Lampenöl, wird von einem Funken aus der Schmiede getroffen und schon ist der schöne Bart Geschichte. Ohne Bart ist man eindeutig besser dran. Okay, also der kann das glaube ich nicht. Mehr interessiert mich da gerade nicht, sorry.
Grausige Besten. Die Baronie hatte überdauert und wieder Frieden gefunden. Ich würde das mal sagen, das ist ein Erfolg. Jawohl. Reiche Ernte, leider fehlgeschlagen. Die Kunstfreiheit zu ihm fehlgeschlagen. Alte Fluchlast über uns. Ja, die mysteriöse Unkraut hat er gemacht. Ja, der Fehlschlag, Fehlschlag. Doch nicht wirklich was Neues, oder? Ja, der macht gerade was. Interessant. Dann war's das schon wieder. Dann schauen wir mal, was wir weitermachen können. Wenn gerade mir nicht ansteht. Können wir vielleicht jetzt durch in den Süden? Wir sind eigentlich schon bis ganz in den Süden. Ups, sorry. Wenn ich das richtig sehe. Und da weiß ich nicht, was ich tun muss, genau. Da darf man nichts machen, da lassen sie mich nicht gehen. Und in die grünen Gemächer komme ich nicht rein und da komme ich auch noch nicht rein wahrscheinlich. Neues Dorf am Stadtrand gründen. Ein der Ratgeber zum Kämmerer nennen. Euer Land um 5 Regionen vergrößern. Ja. Gehen wir nochmal rein. Schon mal nochmal, ob wir was machen können, bevor wir uns auf Reisen begeben. Kann ich kennen. Das ist bei dem was Neues wahrscheinlich genauso nicht. Tja, da müssen wir wohl irgendwo hinreisen. Eventuell reisen wir nochmal zu den grünen Gemächern und schauen, ob wir das nicht irgendwie öffnen können. Oder sich das jetzt öffnen lässt, vielleicht. Ja, das Beste fällt mir gerade nicht ein und beim Silbersee weiß ich auch nicht, was ich da machen soll. Kommen ja nirgends hin. Friedliche Reisende. Ah, da, skelettierte Händler.
Den haben wir schon einmal angegriffen und verschwindet. Das zeigt mir Rivalen. Hat er vielleicht was Neues? Nicht wirklich. Es wird dann einen Drachen bei der Brücke geben, aber den schaffen wir, glaube ich, jetzt noch genauso nicht. I saw a snake. Careful. Beckon! That's a legless lizard, not a snake. No venom. Ah, jetzt könnte ich wieder mit Tristan sprechen. Okay, wir werden hinschauen, wenn es nichts gibt, kehren wir zurück. Schauen wir mal, ob wir die Nymphe jetzt dann treffen. So, schauen wir nochmal da hier. Die Tür. And Lindsay was called forth. Braucht er irgendeinen Schlüssel? Den haben wir anscheinend nicht. Tja. Kann man nichts machen. Entweder habe ich den mal unabsichtlich weggeschmissen oder dann gibt's gar nicht. Ich verstehe auch nicht, sie ladet mich ein zu ihr und ist halt dann nicht da. Nur mehr echt ein Rätsel. Moment. Das ist sehen. Aber wie komme ich da raus? Gar nicht dies schön, oder? Wenn nicht, dass ich irgendwo so sehe hier. Schade. It is done.
fast mal prüfen, ob ich einen Schlüssel nur leicht wirklich über den Lohn, ob ich die verkauft habe. Im Handelsposten, aber jetzt müssen wir mal nach Anderstein zurück. Lindsay, do you have a spare shirt? Mine is just holes after yesterday's brawl. Of course I do, but I think it'll be too short for you. It would be funny to see, but it wouldn't be comfortable for you. Christian strahlt vor Freude. Wir haben es geschafft. Der zweite verfluchte Angriff wurde zurückgeschlagen und die dankbaren Einwohner der Baronie haben ein besonderes Geschenk für euch. Oh, nett. Christian zieht dich nachdenklich an und seufzt an. Ich habe leider erneut schlechte Neuigkeiten. Am kahlen Hügel herrscht zwar momentane Stille, aber uns droht mit Sicherheit schon bald ein weiterer Angriff. Ich habe nichts Hilfreiches hinzuzufügen. Die Einheimischen wissen entweder nichts über die Ursprünge des Fluchs oder haben zu viel Angst, um darüber zu reden. Ich sollte besser alte Bücher über Flüche lesen. Wissen wir immer noch nichts über diesen Fluch? Nun ja, nichts, was uns dabei hilft, ihn einzudämmen. Er treibt alle paar Monate Tiere, Monster und andere Bestien in den Wahnsinn, die daraufhin in einen Blutrausch verfallen. Ich weiß nicht, was wir dagegen unternehmen können. Die einzige Hilfe, die ich euch anbieten kann, ist eine grobe Voraussage, wann der nächste Angriff stattfinden wird. Vergebt mir, Alrik. Seid nicht so hart zu euch selbst, Christian. Allein das Wissen, wann wir bereit sein müssen, ist von unschätzbarem Wert. Ich weiß nicht, wie wir diese Angriffe überstehen sollten, wenn sie ohne jegliche Vorwarnung kämen. Lindsay hat recht, du bist zu hart zu dir selbst, Christian. Christian senkt den Kopf. Danke, eure Unterstützung bedeutet mir viel. Dann haben wir wohl keine Wahl. Wir warten ab und bereiten uns auf den nächsten Angriff vor. Christian nickt und sieht mit finsterer Miene zu Boden. Okay. Super, Unruhestift. Unbekannte Unruhestifter hetzen das Volk zur Rebellion gegen ihre Herrscher. Larry, kümmere dich darum. So. Der Karte kann ich irgendwie. Ah, du kannst es. Kamelande hat es gerissen, ne? Anspruch. Okay. Kostet 275 pp. Ach Gott, muss ich sie jetzt vorher wieder sehen? Nur, dass ich die Kamelande beanspruchen kann. Super! Perfekt. Keine Regionsverbesserung, du hast in dieser Runde noch keine Ressourcen beansprucht. Ereignisse. Jawohl.
Snowmark. Da habe ich auch noch nicht geschaffen. Kann nun nur eine Siedlung gegründet werden. Ich habe irgendwie da noch eine Siedlung gegründet. Unsere Sichtungen Erfolg, super. Stiftung. Glaube und Treue. Die Untertanen des Barons geloben ihm absolute Treue und Unterstützung. Diese sollten wir nutzen, das selbstverständlich. Namen des Gesetzes. Ich kann nicht alles machen. Aber ich kann nicht irgendwie was bauen da drauf. Das kann ich. Gut, dann werde ich mal in die Kammerlande darunter, wenn ich irgendwie kann, gehen. Ja, da war ich ja schon. Wo könnte ich das bauen? Muss ich das jetzt erst alles einnehmen, damit ich es bekomme? Ressource beansprucht. Kann beansprucht werden? Beansprucht. Dann beanspruchen wir mal alles. Okay. Kann irgendwie Status oder so, das kann man schon nicht. Kann beansprucht werden. Catch my breath. Kann beansprucht werden. Beanspruchen wir mal alles. Mal kurz da noch, das haben wir schon. Ressource beansprucht. Beansprucht. Ich habe mir gerade gedacht, ob wir kurz zu Olex Handelsposten raufgehen, weil ich irgendwie die Vermutung hätte, wann, dann hätte ich es vielleicht dort verkauft. Vielleicht. Ein Schlüssel. Für zu der Nymphe. Und reiß dann so runter nochmal. Okay, das kann ich nicht beanspruchen, das habe ich, das kann ich auch nicht. Ja, bei Not reißen wir drauf. Time to search for the spot to rest.
A rest is in order. My strength fades. Can you make an epic pose? I need inspiration. Zwei Banditen wollte mich verarschen. Do you really not like to have fun? Or you just don't know how to? Do you want me to hold a festival for you when we get back to the capital? We can stuff our faces, dance and get drunk. What do you say? I say you are very kind, Octavia, but such help will do me no good. I'll only get a headache from the music and dancing. As for the drinking, well, I better keep away from that too. Follow me. Wieder nur zwei Banditen. No stopping now. Ein Schlüssel, was habe ich da nicht verkauft? Nicht wirklich was Interessantes. Naja, gut. Es war ein Versuch wert, würde ich sagen.
Dann beanspruchen wir mal weiter Besitztümer. Es gibt sich schon. I need to catch my breath. Interessant. Okay, vielleicht haben wir schon alle Ressourcen beansprucht. Resting would be nice, don't you think? Okay, das geht weiter nicht. Die bedrückende Stille und das Gefühl einer drohenden Gefahr lasteten schwer auf unseren Schultern. Ich überlegte mir, wie viele unerledigte Aufgaben wir auf dieser Seite des Zellen noch hatten. Warum müssen wir überhaupt nach Westen? Niemand würde uns in diesem Fremdland willkommen heißen. Der Baron ergriff das Wort, fragte, ob sich am anderen Ufer jemand befände und ob wir friedlich unsere Wege ziehen könnten. Nach einiger Zeit bekamen wir vom anderen Ufer eine Antwort. Eine raue und ziemlich unfreundliche Stimme informierte uns, dass wir bezahlen müssen, um den Fluss zu überqueren. Leider Gottes erschien uns der Preis alles, was wir besaßen, aber etwas zu hoch. Wir wollen da keinen Krieg. It's today, right? I made a note so I won't forget. But then I forgot where I put the note. Oh, here it is. Vielleicht können wir jetzt durchreisen, wenn sie das hat, oder dass sie nicht müde wird. I wish you many new adventures and exciting events. Because what could be better than adventures? Happy birthday! Gut, dann werden wir wohl in Anderstein nochmal in Thron zahlen müssen. Das sehen wir uns aber in der nächsten Episode dann geben. Außer es passiert jetzt noch ein Ereignis, wir werden es sehen. Oh, Kasil Aldori. Die Epidemie tobt weiter, immer mehr Leute sterben und euer Land wird von Monstern überrannt. Einige eurer Untertanen sind bereits in sicheren Gegenden geflohen. Mittlerweile steht der Fortbestand eurer Baronie auf dem Spiel. Wir haben aber auch gute Neuigkeiten. Ich konnte einige Informationen zusammentragen, von denen ich hoffe, dass sie euch helfen werden, die Gefahr zu beseitigen, ehe es zu spät ist. Kurz nach dem Ausbruch der Akademie tauchten plötzlich überall Goblins auf. Laut den Einmischen haben die Goblins irgendeinen ruhmreichen Tag von Lamashtu gefeiert, an dem alle Menschen von Monstern gefressen und nur Goblins zurückbleiben. Klingt beunruhigend, oder? Ja, stimmt, das ist mir auch schon aufgefallen. Lamashtu?
Was wissen wir über sie? Sie wird die Mutter aller Monster genannt. Ihr Symbol ist der dreieugige Schakalkopf. Sie ist eine alte und äußerst böse Göttin, die Albträume und Wahnsinn verbreitet und, was für uns wohl besonders interessant ist, Monster schickt. Ihre Anhänger sind in erster Linie Monstervölker wie Goblins, Lamias und Gnolle. Allerdings hat sie auch unter den zivilisierten Völkern eine breite, wenn auch geheime Anhängerschaft, auch in den Flusskönigreichen. Dann stecken die Goblins hinter dem Desaster? Oh, sie dahinter stecken? Eher nicht. Ob sie davon profitieren? Sehr wahrscheinlich. Ich vermute, der wahre Grund dieser Katastrophe sind entweder menschliche Kultisten von Lamastu oder was noch schlimmer wäre, irgendeine übernatürliche Kreatur, die mit ihr in Verbindung steht. So oder so, die Goblins wissen vermutlich genug, um uns in einen Anhaltspunkt zu liefern. Wir müssen also einen Anführer der Goblins finden und peinlich befragen. Habt ihr eine Idee, wo wir mit der Suche beginnen können? Ja, es war klug von euch, eine Panik durch die Geheimhaltung der Epidemie zu verhindern. Dadurch konnten meine Agenten mehrere Goblins gefangen nehmen und den Standort ihres Dorfes in Erfahrung bringen. Ich markiere es also auf eurer Karte. Ah, danke für die Information. Jodkacken. Jods Augen sind blutunterlaufen, seine Haltung ungewöhnlich schlaff. Die Falten in seinem Gesicht sind tiefer geworden, sein schütteres Haar ist ergraut. Es ist eine Katastrophe, euer Gnaden. Das Land wird von einer Epidemie heimgesucht. Zuerst bekommen die Opfer Fieber, dann husten sie Blut und ein paar Stunden später, der Kleriker schüttelt den Kopf und verziert das Gesicht zu einer Grimasse, geht es dann richtig los. Die Körper der Kranken werden zu Kokons, aus denen wenig später Monster schlüpfen. Immer mehr Leute sterben und wir haben nicht die geringste Ahnung, was die Krankheit auslöst und wie wir gegen sie vorgehen können. Ich habe mit Tristian, einem ehemaligen Gefängnis, ein Feldlazarett eingerichtet. Seht mich nicht so an. Eine bessere Alternative hatten wir nicht. Ehrlich gesagt können wir froh sein, dass wir wenigstens diese haben. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben eine Patientin, die sich freiwillig einer Vivisektion unterziehen wird. Das heißt, wir schneiden sie bei lebendigem Leib auf, um die Ursache dieser Krankheit zu suchen. Jod runzelt die Stirn. Nach dem Eingriff ihrer Stil vergibe uns, können wir von Glück reden, wenn wir sie wieder zunehmen und wohlauf entlassen können. Wir wollen die Operation aber in eurem Beisein durchführen, euer Gnaden. Also nehmt euch bitte etwas Zeit dafür, ach du Scheiße. Da wäre noch eine Sache. Jod überreicht dir einen zerfetzten Brief. Kästen, dieser Einfallspinsel hat eine Nachricht geschickt. Er zieht von einem Ort zum anderen. Diese Briefe sind alles, was von ihm erhalten. Nun lest ihn einfach. Ich denke, er ist dringend. Okay. Eviktion? Was genau habt ihr vor? Was? Wir werden den Ursprung der Krankheit finden, so sieht's aus. Sobald das Monster hervorbricht, wird der Körper des Opfers in Stücke gerissen, was es uns möglich macht, aus den Überresten etwas zu lernen. Aber wir haben eine mutige Frau gefunden, die uns gestattet hat, sie aufzuschneiden. Die Zeiten sind schwer. Wir wissen nicht genau, wonach wir suchen, und die Injektion ist für die Patientin äußerst gefährlich, aber uns bleibt keine andere Wahl. Was wissen wir über diese Krankheit? Nicht viel, eigentlich nur die ersten Symptome. Wir sind nicht einmal sicher, ob es eine Krankheit, ein Fluch oder irgendein magischer Parasit ist. Vielleicht finden wir mit eurer Hilfe mehr heraus. Irgendwelche Fortschritte bei der Behandlung der Krankheit? Wie soll ich es sagen? Wir haben gar nichts. Wir konnten noch keinen einzigen Patienten retten. Wir reden wie blinde Kätzchen gegen Mauer und haben rein gar nichts vorzuweisen. Jod, ich verstehe, gehen wir. Ach Gott. Ich dachte eigentlich, wir könnten die Episode jetzt beenden, aber es scheint noch länger zu dauern. Das ist unser Lazarett. Jod führt dich durch das freudlose und unbehagliche Gebäude mit seinen vergitterten Zellen. Das Gefängnis ist gewiss nicht der beste Ort und auch nicht der gesündeste. Aber es ist besser als nichts. Außerdem, das klingt jetzt vielleicht grausam, aber angesichts der Natur des Leidens wäre es für alle Beteiligten sicherer, wenn die Patienten bis zu ihrer Heilung hinter Schloss und Riegel bleiben. Ich hoffe, diese Stadt bekommt ein richtiges Krankenhaus. Warum das Gefängnis? Gab es keinen geeigneteren Ort? Hätte die Stadt doch nur ein Krankenhaus. Okay. Selbst wenn, das Gefängnis wäre immer noch die beste Wahl. Vergesst nicht, dass jeden Moment einer der Patienten, ihr wisst schon, sterben und ein Monster hervorbringen könnte. Das ist sicherer für alle, wenn wir sie einsperren.
Wo sind die gefangen? Hier waren nur ein paar einfache Taschendiebe eingesperrt. Wir haben sie aufräumen lassen und ihnen dann die Freiheit geschenkt. Einer ist allerdings noch hier. Er war kein kleiner Dieb, sondern ein erfahrener Wegelagerer. Was habt ihr schon versucht? Heilzauber, Entgiftungszauber und Zauber gegen Flüche, alles ohne Erfolg. Mein Versuch, die Magie zu entfernen, ist ebenfalls gescheitert. Ich fürchte, wir können es hier mit einem Fluch zu tun haben, der stark genug ist, unseren Glauben zu erschüttern. Das ist alles eine Frage des Glaubens. Ich denke nicht, dass es eine solche ist. Von dem Fluch kann zu schweigen. Ich vermute, dass sich irgendein Parasit in ihrem Körper eingenistet hat. Unsinn. Wir haben in den Körper aller Patienten festgestellt, gleichmäßig verteilt wäre es ein Parasit, hätten wir ihn längst gefunden. Dann kann er sich eben tarnen. Vielleicht vergiftet er ihr Blut mit seiner Magie. Bei der Sonne, wir streiten immer wieder über das Silberthema. Seit Tagen, wir sollten nicht mehr reden, sondern endlich etwas unternehmen. Wer ist unsere Patientin? Ihr Name ist Madla Stasek, eine Bauersfrau aus einem nahen Dorf. Vor ihr hatten wir dort noch keine Fälle der Seuche beobachtet. Wo wird die Operation durchgeführt? Nun, dieser Raum war früher eine Folterkammer. Deshalb gab es hier schon einen geeigneten Tisch. Gut, ich brauche ohnehin keine Na, wenn das keine Ironie ist. Gebt mir etwas Zeit, um mich umzusehen. Ihr wollt, aber lasst euch nicht zu viel Zeit. Gut, dann, wie ich vorher schon wollte, liebe Leute, ich mache aber jetzt Ende der Episode, weil die Zeit eigentlich perfekt passt und wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Episode, wo wir sehen werden, wo diese Vasektion, oder ich weiß nicht, wie man das genau ausspricht, das Leben der Aufständen hinführen wird und dann wollen wir natürlich auch die Goblins besuchen. Also bis dahin, wir sehen uns, euer Knupson, bye bye.